Kommandowechsel beim Objektschutzregiment der Luftwaffe Friesland in Objefa. Im Rahmen eines militärischen Appells hat der Brigadegeneral Michael Geschossmann am Mittwoch die Befehlsgewalt von Oberst Hans-Peter Dorfmüller an Oberstleutnant Oliver Walter übergeben. Zahlreiche Vertreter aus Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft wohnten dem Zeremoniell auf dem Fliegerhorst bei. Mit dem Musikchor der Luftwaffe, der Ehrenformation und dem Soldaten- und zivilen Mitarbeitern des Regiments traten rund 400 Personen zum Kommandeurwechsel an. 4 Jahre lang kommandierte Dorfmüller das Objektschutzregiment. Nun wechselt er vorübergehend ins Logistikzentrum der Bundeswehr nach Wilhelmshaven. Über eine Folgeverwendung wird Anfang 2017 entschieden. General Geschossmann dankte Dorfmüller, der das Regiment von Anfang an aktiv gestaltet und das auf mehrere Standorte verteilte Personal intensiv eingebunden habe.